Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, in der letzten Folge hatten wir endlich mal einige von den, ja, von den Dings hier, von den Suchenden besiegen können. Da hatten wir endlich mal uns auf die Jagd nach denen gemacht. Aber ich wollte... Was ist denn hier jetzt gerade mit der Grafik los? Warum ist das hier so dunkel? Warum ist das so schwarz? Hier auch. Warum ist das so schwarz? Was ist da passiert? Da ist ja noch ein Suchender bei dem, oder? Ist das noch ein Suchender? Bei Greg? Ich speichere vielleicht noch einmal auf die 2, aber... Und wo kommt der Suchende her? Jetzt ehrlich, wo kommt der denn her? Warum hat er mit Greg gesprochen? Ah, nein. Immer fest drauf. Ja, so ist gut. Nein! Na mach schon. Immer feste drauf! Na mach schon! Komm, hau drauf! Ja! Okay, den. Nicht. Ich wollte nicht mit ihm reden. Ich wollte den Suchenden looten. So, alles mitnehmen. Jetzt haben wir ein Problem. Haben wir noch so einen Trank? Trank der Geschwindigkeit hätten wir. Mana-Elixier. Mana-Elixier. Wir haben jetzt... Ach ne, wir müssen jetzt zu Dings wieder zurück. Aber okay, den haben wir jetzt bekämpft. Wir können jetzt aber erstmal nicht schlafen. Wir müssen jetzt einmal nochmal 300 Gold ausgeben. Haben wir überhaupt... Wir haben 3000 Gold. Jetzt haben wir ein kleines Problem, was Gold angeht. Und wir müssen jetzt schon wieder uns heilen. Also erlösen, sage ich jetzt mal eher. Aber wo kam der jetzt eigentlich her? Ich finde das jetzt doof, wenn die hier alle nochmal neu auftauchen von den Suchenden. Wir sind ja immer noch auch in Kapitel 3. Wir sind ja noch nicht weiter. Welches Level sind wir überhaupt? 18, Stufe 18, Drachenjäger. Drachenjäger? Magiekreis 0? Aber okay, wir brauchen auch nicht mehr allzu lange, bis wir die nächste Stufe erreicht haben. So, das heißt dann, aber trotzdem müssen wir uns einmal jetzt von dem Dings hier, von dem Fluch jetzt heilen. Oh, ich vermisse das aus Gothic 1, die springen. Mit der Rolle, mit der Hechtrolle. Aber eigentlich wollte ich jetzt nochmal zu Dexter hoch und die Leute da abmurksen. Beziehungsweise eventuell sogar nochmal mit Dexter reden. Denn das, was ich ja bisher mitbekommen habe, ist, die arbeiten ja mit Raven zusammen. Raven hatte ja uns verraten gehabt in Gothic 1 mit Gomez zusammen. Und die sind ja nicht gerade mit uns verbündet. Außer Dexter halt noch ein bisschen, weil ich den geholfen habe, aus der Dings, aus der Barriere rauszukommen. So, Jorgen. Ist er vielleicht eigentlich mit dem Jorgensen verwandt, der Jorgen hier? Fände ich lustig, wenn das mit ihm irgendwie zusammenhängt. Oder hat der Jorgensen von ihm dann irgendwie den Namen genommen? So, jetzt will ich... Ah. So. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. So, mit Salandwil weiß ich auch nicht, wie das jetzt weitergeht. Hier, Pyroka.
Besessenheit heilen. Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300 Goldmünzen. Ja, ja. Gut, hier hast du das Gold. Hier hast du das Geld. Hier, trink das. Möge die Gnade Innos dich erlösen. So, ich habe auch keine Ahnung, ob Dingens hier hilft. Warte mal, wo haben wir das? Da. Ich fühle mich erlöst. So, dann wollen wir jetzt eigentlich zu Dexter hoch. Nochmal rüber. Beziehungsweise... Ich könnte auch was futtern hier jetzt eben. Da warte. Gebratenes Fleisch können wir auch mal essen. Mit den Heilplänken bin ich immer so sparsam. So, jetzt haben wir gar kein Fleisch mehr. Finken. Hier, den Fisch können wir uns auch mal gönnen. Komm, wir trinken mal das Wasser. So, und... Lauflieder gibt auch Mana noch dazu, aber Mana braucht zu wenig. Geschicklichkeitsbonus. Lebensenergiebonus. Ah, okay, das heilt nur. So, das gibt auch nochmal Lebensenergie. Und jetzt auf zu Dexter. So, der Jorgen, da ist er wieder. Der Jorgensen. Boah, ich freue mich aber auch schon, wenn wir eine bessere, die mittlere Drachenjägerrüstung dann haben. Wir haben ja erstmal die leichte. Stelle ich mir aber auch die Frage, wann kommt die nächste? Wir haben aber auch so viele Questchen noch übrig. Allein schutzlos. Sein Hof ist nun völlig schutzlos. Er braucht eine Hilfe. Er sprach von einem Söldner mit dem Namen Wolf. Den kenne ich doch. Stimmt, mit Wolf müssten wir auch noch reden. Das wollten wir ja auch noch in der letzten Folge machen. Reden wir mal mit Wolf. Wir haben ja Arbeit für ihn jetzt. Reden wir zuerst mit Wolf, bevor wir dann zu Dings gehen. Hier zu Dexter. Ob Dexter will ich jetzt unbedingt machen. Und mit Cavalon müssen wir auch noch irgendwie reden und diese Rätsel lösen. Beziehungsweise hier gab es ja auch so ein Tempel. Oder so ein Stonehenge oder wie auch immer man das nennt. Muss ich auch noch irgendwie lösen. Nur ich habe keine Ahnung wie. Bei Cavalon hatten wir ja da bei dem einen Stonehenge ja Knöpfe gefunden, die wir gedrückt hatten, aber die irgendwie nicht funktioniert haben. Und dann muss ich das hier auch noch irgendwie versuchen, hier unten. So, wo waren die? Wir haben ja doch eine Karte hier. Genau. Einer war ja hier vor, bei Onas Hof. Einer da oben, wo Cavalon ist. Und dann gab es dann noch einen. Im Wald. Im Norden. Den habe ich aber noch nicht gefunden oder zumindest noch nicht benutzt. Oder habe ich zumindest, benutzt, sage ich schon. Zumindest nicht mehr in der Erinnerung, wo das ist. Aber komm, das eine ist ja hier, machen wir den jetzt schon mal. Ich würde vielleicht auch vorher nochmal speichern. Dies speichern wir auf die 3. So, nicht, dass wir dann irgendwie vielleicht angegriffen werden oder so. So, da haben wir einen Schalter. Da gibt es hier doch bestimmt auch noch irgendwo eins. Nur wo?
Da. Gibt's noch eins? Muss ich vielleicht noch irgendwie vielleicht einen Zauber oder so? Hier ist noch eins. Drei Schalter, okay. Was? Ornament? Ah, okay, so. Drei Schalter sind das immer. Okay. Drei Schalter. So funktioniert das. Also bei Kavalon muss oben auch noch ein dritter sein. Und was war das für eine Musik? Vor allem aber auch schön, dass die mitgekommen sind zum Kämpfen. Um zu helfen. Und gut, dass die nicht draufgegangen sind. So, und zu Thekla wollten wir, glaube ich, auch noch mal. Wir haben aber keine Lernpunkte momentan. Okay. So, wir reden erstmal mit Wolf. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe vielleicht einen Job für dich auf Bengas Hof. Der passt zum Minental. Mündet genau in Bengas Bauernhof. Er hat Probleme mit den ganzen Biestern, die sich durch den Pass zwängen. Jemand müsste Bengas Hof verteidigen. Das wäre was. Dann wäre ich wenigstens weg vom Hof hier und muss nicht mehr auf die Schmiede starren. Abgemacht. Ja. Und weil du einer von uns bist, mache ich dir auch einen fairen Preis. Gib mir 300 Goldmünzen und ich bin schon weg. Warum muss ich dir Geld geben? Egal, hier, nimm dein Gold. Gut, dann wollen wir mal den Biestern auf die Pelle rücken. Mal sehen, wen ich hier auf dem Hof noch anwerben kann. Wir sehen uns. Warum sollte ich ihm jetzt Geld geben? Das brauche ich nicht. Aber hier, ich wollte jetzt mit Thekla reden. Thekla! Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich habe nichts mehr. Komm später nochmal. Oh nein, Thekla! Bitte! Ich wollte noch einen Eintopf haben. Ich habe da meine eigene. Habe ich noch einen Eintopf? Ich hatte aber noch ein paar Steintafeln gefunden, glaube ich. Hier, eins davon, ne, das sind alle Stufe 2. Ein Lederbord, den machen wir auch mal auf. 100 Gold. Und Olafs Beutel. Wo ist denn Olaf? Und wer ist Olaf? Ich gehe aber noch einmal pennen. So, einmal pennen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. So, und dann auf zu Dexter. Wir haben ja das Dings da oben aufgemacht, also freigemacht. Von dem Suchenden. Der dort rumgelauert hatte. Stimmt, da waren ja die Drachensnapper. Ich speichere einmal hier auf die 4. Ich weiß jetzt nicht, ob ich stark genug gegen die Drachensnapper bin. Da traue ich mich ja noch nicht. Gegen die Suchenden ja, aber gegen die Drachensnapper weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich stark genug gegen die Orks bin. So, wie sieht's aus? Ich kann hier dran vorbei, okay. Bandit, Bandit. Es sind aber schon auch viele hier, muss ich sagen. Hier sind ja auch schon gleich 3. 4. 5. Was ist los? Nichts, nichts. Ich suche eigentlich Dexter. Wo war denn der nochmal? In welcher Hütte?
War in der Hütte? In der hier muss. Da ist sogar eine Mine. Die haben eine eigene Mine hier. Wo führt denn das hin? Oh. Ah, okay, ich komme gegen die an. Komm ich an den ran? Zu weit weg? Nichts zu holen. Was? Ah, ist schon... Okay, aber hier ist auch ein Schalter. Ja? Noch ein Minecrawler? Und dass die Wände hier so rot sind, sage ich jetzt mal so. Grau und rot. Finde ich auch schon komisch. Da sehe ich schon den nächsten. Und... Ach, das ist ein normaler Minecrawler. Und hier haben Erzbrocken. Nice. Hier ist ja noch ein Erzbrocken. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Hier ist auch nochmal Erz. Oh, nice. Gibt's hier noch mehr? Habe ich irgendwo was übersehen? Guck nochmal, also könnte sein, dass ich irgendwo noch was übersehen hatte. Das waren jetzt, glaube ich, 5 Stück, die ich jetzt eingesammelt habe. So. 6 Stück habe ich eingesammelt, okay. Müssen wir vielleicht irgendwann mal zu Bennett damit gehen? So, ein Stängel Sumpfkraut. Was gibt's denn hier oben? Bevor ich mit Dexter rede. Oh, 2 Tränke, perfekt. Okay, mehr ist das nicht. Ich speichere hier auch noch einmal auf die 5. Ja, auf die 5. Dann gehen wir mal runter und reden nochmal mit Dexter. Du hast es nicht anders gewollt. Okay. Yo, Stufenaufstieg, nice. Aber alles mitnehmen. Nehmen wir auch alles mit? Haben hier schwerer Ast? Wen haben die verprügelt? Noch nicht mal Gold dabei. So, Dexter ist wohl erledigt, was? Sieht so aus, als sei er tot. Das wurde aber auch Zeit. Sieh mal nach, was er bei sich hat. Dexter hatte nur diesen Brief bei sich. Zeig mir das Ding mal. Von wo kam er denn jetzt her? Ach, verdammt. Das hilft mir nicht weiter. Wir hätten den Kerl nicht einfach verrecken lassen dürfen. Du weißt nicht zufällig, wie man über die Berge im Nordosten von Korinis kommt. Vielleicht durch einen unterirdischen Tunnel. Die Wassermagier studieren gerade ein Portal, das in die Berge im Nordosten führt. Was denn das für ein Blödsinn? Puh, Wassermagier. Hast du keinen besseren Plan? Nein.
Dann bin ich hier gestrandet. Dexter war meine letzte Hoffnung. Was wolltest du von Dexter? Was wolltest du von Dexter? Ich komme von jenseits der Berge im Nordosten dieser Insel. Und da will ich wieder hin. Ich hatte gehofft, der Mistkerl wüsste, wie man da hinkommt, ohne mit dem Schiff fahren zu müssen. Ich habe einen Pirat namens Skip in der Nähe der Hafenstadt gesehen. Der Idiot! Ich habe 3 Tage dort gewartet. Warum kommt er denn jetzt erst? Wenn ich wieder zu Kräften gekommen bin, kann er sein blaues Wunder erleben. Okay, was gibt es da hinter den Ergen? Was gibt es da hinter den Bergen? Ich kann dir nur raten, nicht zu versuchen, das Land dort zu betreten. Es ist eine raue Gegend. Ein Wicht wie du, der wird da nicht lange überleben. Eine Sache noch. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Das macht uns aber noch lange nicht zu Freunden, klar? Eine Sache noch. Ich bin dir dankbar. So. Ich loote die jetzt mal. Warum hat er mir jetzt die alle kaputt gemacht? Was soll denn das? Ich wollte die eigentlich hier. Ich wollte die Punkte haben. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Irgendwo kämpfen noch welche. So, das nehmen wir auch noch mit. Wo kämpfen die? Ich mach dich fertig. Bleib stehen. Ich mach dich fertig. So. Und den da machen wir auch noch. Komm. Wer war jetzt das hier? Einfach nur ein Bauer. Okay. Das nehmen wir auch noch mit. Der hat sonst nichts. Schwerer Ast. Nehmen wir alles mit. Den Degen auch noch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. So, auch erledigt. Nein, nicht den Banditen. Was ist denn hier in der Truhe? Oh, das nehmen wir auch noch alles mit. Ein bisschen looten. Dann haben wir noch Schädelpicker und einen Trank. Keine Ahnung, was das für ein Trank ist. Ich gehe mal gucken. Hier oben muss es doch noch mehr geben, ne? Und keine Ahnung, woher der Bauer jetzt kam. Aber ich bin jetzt neugierig, was den... Oh, hier ist ein Degen. Jetzt will ich aber wissen, was im Nordosten ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Ort hier Jakinder heißt. Aber mehr weiß ich dazu auch nicht. So, ein Stängel Sumpfkraut, der ist wichtig. Crack. Dem ist egal, dass ich klaue. Finde ich super. Okay. Nice. Geschafft. Rohstahl. Perfekt. Nein, nicht nochmal. Gut, dann würde ich hier jetzt einmal pennen gehen. Und oben gab es ja auch nichts mehr. Aber hier gab es noch irgendwo eine Hütte. Da vorne. Da kann man auch noch bestimmt was klauen.
Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Ah, hier. Ich könnte eigentlich wieder so viel verkaufen. Hier ist noch eine Truhe. Ja, jetzt haben wir es. Nochmal so viel Rohstahl. Wir müssten nach Kurines gehen und dann zu Hatwa. Bei ihm ein bisschen was schmieden und dann den was verkaufen. Wir müssten dann jetzt so viel Geld haben. Aber dann haben wir das zumindest erledigt und cool zu wissen, dass Greg und Skip sich kennen. Also war klar, dass sie sich irgendwie irgendwo kennen müssen. Die sind ja beides Piraten. Und wir können nochmal bei Kord hier auf Dings gehen. Auf Stärke skillen. Beziehungsweise auf 200 skillen. Wo ist denn da? Da. Wir haben ja jetzt wieder 10 Lernpunkte. 105.000 müssen wir als nächstes machen für die nächste Stufe. Aber egal. Kord, bring mir zwei Hände bei. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich an jeder Waffe ausbilden. Womit wollen wir anfangen? Zwei Hand. Nochmal 5. Du bist schon besser geworden. Weiter so. So. Nein, nicht die Map. Ich wollte hier gucken. Jetzt zwei Händler sind wir bei 59%. Das ist schon mal geil. So, das heißt dann, wir können jetzt aber auch hier eben ganz schnell schmieden lernen. Nicht schmieden lernen, sondern einfach schmieden. So. Alle einmal glühen lassen. So. Wie viel haben wir jetzt an Rohstahl eigentlich? Das war's. Okay, mehr haben wir nicht. Aber hier Amboss. Gewöhnliche Waffe. Edles Schwert. So, gewöhnliche Waffe. Wir können leider keine Erzschwerter machen. So. Nein! Ist das dein Ernst? Ist das sein... Egal. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir nach Kurines. Schmieden nochmal. Wir haben noch 3 Rohstahl hier. Da können wir eigentlich einiges hier schon gut verkaufen gehen. Damit wir wieder Gold kriegen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.